Hallo und herzlich willkommen bei Mikrobaggerverleih Niederbürger beim ersten Garagenvlog, dem besten auf YouTube. Mein Name ist Bagger Joe und ich möchte mich heute mit euch über das Thema Dumper beschäftigen. Für was braucht man einen Dumper? In was für Formen gibt es ihn? Wie kann man ihn einsetzen? Und was ist ein Dumper? Das alles und noch mehr klären wir gleich. Bis dann. Ja, Leute, das ist mein Dumper von der Firma Schepach, ein DP5000, ein Kettendumper, wie ihr seht, hat 6,5 PS, hat 4 Gänge, 3 Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Im höchsten Gang fährt er 3,7 Stundenkilometer und im Rückwärtsgang 1,2 Kilometer. Die Ladekapazität meiner Wanne beträgt 500 Kilo. Egal ob Steine, Kies, Sand, Erde, also im Prinzip alles, was man so im normalen Landschaftsgartenbau, Privat, Hobby oder so zu finden ist. Zum Abkipper hat mein Dumper ein externes Hydrauliksystem, hier der Tank dazu, Zuleitung und ein Hebel. Das heißt, ihr braucht nicht mit der Hand die Wanne nach vorne schieben, Entschuldigung, sondern ihr könnt es ganz gemütlich hebele hoch, runter, das Ding passt. Weiterer Vorteil von einem Kettendumper ist die Steigfähigkeit auf Treppen zum Beispiel. Also durch das, dass hier ein geschlossenes Gehäuse hat, kannst du mit ihm einfach Bordsteine, mehrstufige Treppen bis zu ganze, Treppenanlagen befahren, befüllt. Dementsprechend immer in der Lastschaltstufe 1 oder 2. Es gibt selten irgendwas, wo er sagt, ich mag nicht mehr. Er läuft wunderbar leicht. Er hat natürlich auch gewisse Nachteile, wo da wäre auf der Strecke, also auf dem Gehweg oder sonst was, ist er langsamer wie ein Raddamper. Ein Raddamper hat auch diesen Vorteil, dass du nicht den Abrieb der Ketten hast, wie bei einem Raddamper. Ja, der Raddamper ist dann doch wieder im Gelände einfach der Gelackmeierte, wenn du Treppe hast. Man kann sich das vorstellen, Kettendamper hat einfach eine glatte aufliegende Fläche, läuft quasi über die Treppen drüber. Und ein Raddamper, der hat einfach seine zwei Räuferle und in der Zwischenzeit ist nichts. Das heißt, bei jeder Treppe macht das Ding so. Passiert bei dem nicht. So, das ist die Ansicht von hinten, wie bei manchen Leuten die beste. Wie gesagt, das ist der Gangschalter von Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, neutral und rückwärts. Stufe 1 benutzt man im Prinzip, wenn er vollgeladen ist, wenn er
unter Zug ist, wenn er da muss. Stufe 2 für leichtere Materialien wie Erde oder sowas. Und Stufe 3 benutze ich eigentlich mit Ladung gar nicht. Eher zum schneller wieder auf die Baustelle kommen, wenn er ausgeleert ist. Es ist wie gesagt eine Einzylindermodule, hier mit Auszug 6,5 PS. Ein recht großer Tank, also erhebt relativ lang, finde ich. Hat Panzerlenkung, heißt Kupplung, Zieher, Gangvorwähler und entweder mit links Bremse, dann fährt er nach links, oder mit rechts Bremse, dann fährt er nach rechts. Hier sein Gashebel, Ein- und Ausschalter. Und hier unter hat er seinen Tankverschluss und seinen Choke drin. Hier eine Ansicht von innen, quasi sein Hydraulikzylinderle, der dann das auf- und absteuert von der Wanne. Seine Schnellspannschraube für die Kette, Luftfilterle, Auspuff. Ja, rundum ein geiles Gerät. Schäbach, wenn du das Video siehst, ich würde mich freuen, mit euch weiter oder was heißt weiter? Blödsinn. Erstmal anfangen zum Arbeiten und vielleicht miteinander ein bisschen was auszutüfteln. Ich finde euer Gerät geil, ich benutze es gern und bin voll zufrieden damit und ich stehe dahinter. Kommen wir zum nächsten Punkt. In was für Form gibt es Damper? Damper heißt übersetzt nichts anderes wie Kipper. Also heißt, es gibt Kettendamper, es gibt Raddamper. In einem Kieswerk gibt es Damper, das sind halbe Wohnhäuser. Und ist auch ein Damper. Damper lässt sich schwer definieren. Es gibt Damper zum Draufsitzen, es gibt Damper zum Draufstehen, es gibt Damper auf dem Baustellenbetrieb, die sind 10-mal so groß wie der. Alle haben sie was gemeinsam. Sie können Lasten bewegen und Lasten von A nach B bringen. Ja, für einen Galabauer brauche ich nicht sagen, die kennen das alles, das ist bei denen, ja, ich sag mal, ein übliches Gerät der Massenbewältigung. Ich nehme es zum Beispiel gern, wenn ich aus einem Grundstück, wo es recht eng wird, Lasten raus transportieren muss, Schüttgüter oder Steine einbringen, Kies oder wie auch immer. Da benutze ich ihn gern. Viele meiner Kunden fragen mich, nachdem ich frage, wie bekommt ihr eure Erdmassen hinten raus? Ja, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wahrscheinlich mit dem Schubkarre. Da sage ich immer, warum benutzt ihr keinen Dampfer? Viele habe ich festgestellt, Leute wissen gar nicht, was ein Dampfer ist, dass das eigentlich, ja, ich sag mal, ein Transportgerät von Schüttgütern oder auch festen Stoffen ist, wo du, wie gesagt, 500 Kilo zuladen kannst. Blockst dich bloß beim Auf- und Abladen, aber der Rest, das Abkippen und der Transportweg macht der Damper selber. Du musst dich über keine Bretter quälen, du musst nicht schieben, du musst dich der Borg nicht aufquälen oder wie auch immer, sondern du schaltest einfach in deinen Gang, lädst da dein Zeug auf und der Käse ist fertig. Also, ich sag mal, wenn du es dagegen rechnen würdest, von der Zeitersparnis und von der Kraftersparnis, definitiv zum Überlegen, ob man sowas mitmietet, mitbenutzt, wenn man irgendwo hinterm Haus etwas größere Baustelle hat.
Durch seine Breite von 71 Zentimeter kommt er blöd gesagt auch durch Zimmertüren durch. Also das heißt, wenn einer meint, er muss seine Wände einreißen mit Beton oder Ziegel oder sonst irgendwas, dann kann er auch von mir aus, mal von der Emission abgesehen, auch im Haus das Ding betreiben. Zweiter Punkt. Wann macht der Damper Sinn? Ein Damper macht immer dann Sinn, wenn ich mir das Leben oder die Arbeit leichter machen kann. Ich kann natürlich 5 Kubik mit einem Schubkarre irgendwo reinschäufeln und mich freuen, dass ich mich blockt habe wie ein Wurm. Und kann danach sagen, hey, pff, jetzt habe ich aber 14 Tage Reizweh. Oder ich kann sagen, ich nehme ein Damperle, lade mein Zeug, blöd gesagt, mit Mini-Bagger oder mit Mikrobagger oder mit was auch immer auf. Fahr's gemütlicher umeinander, zahle dafür lieber Geld, bin aber dafür oblockter, hab da abends nicht so das Kreuz mehr, als wenn ich 5 Kubik so schaufel. Oder transportiere oder über unwegsames Gelände schiebe, muss vielleicht nur in eine Mulde reinkippen oder sowas, die dann so steil hinaufgeht. Also es ist immer eine Frage des Wollens. Ich würde mal sagen, so pauschal, aber ein halbe, dreiviertel Kubik lohnt sich das Ding einfach. Einfach um weniger Block zu sein. Ich möchte euch nachher noch eine kleine Sequenz von einem Kunden von mir präsentieren. Der hat eine Baustelle gemacht, wo der Damper quasi nur Treppen laufen hat müssen, waren um die 120 Stufen. Gut gemacht, der Kunde war froh, dass er das Ding gehabt hat. Wie gesagt, er ist überzeugt, ich bin schon lange.
Ich zeige euch nachher auch mal noch ein paar Sequenzen, wo es darum geht, den Mythos aus dem Weg zu räumen. Ich bin genauso schnell mit einem Schubkarren wie mit einem Dumper. Das werde ich euch widerlegen, dass es nicht so ist, weil in eine Schubkarre bekommst du vielleicht drei oder vier Schaufeln rein und in einen Dumper einfach mehr. Das widerlege ich euch. Dann noch eine persönliche, ja, wie soll ich sagen, ein persönlicher Grund hätte ich noch vorzubringen. Die Maschinen, die ich präsentiere, sind meine eigenen. Ich vertrete meine Meinung auf meinen Videos. Bin nicht bereit, die Meinungen anderer zu teilen oder wiederzugeben. Die Maschinen hier, die Firma Scheppach, das ist das geistige Eigentum dieser Firmen, wird es auch immer bleiben. Ich versuche nur meine Maschinen zu präsentieren. Und aufgrund mancher Unwissenheit oder Scheu vor Maschinen einfach zu präsentieren, dass ein Kunde sagt, das schaffe ich auch, das kann ich. Das ist der eigentliche Grund für das Ding. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es Anklang gefunden hat, lasst es mir wissen. Liken, das hat mir gefallen. Sagt mir auch in den Kommentaren unten, wie hat es euch gefallen, was hat nicht passt. Verzeiht es mir, dass das erste Video ist, dass die Bildqualität und die Versprecher und die Halle in der Zunge manchmal nicht so wirklich gut sind. Aber ich verspreche euch Besserung. Ich werde mich bessern. Ich werde besser mit Sicherheit. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Ist mir auch wurscht. Also. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Bagger Joe. Zum Schluss möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die mich inspiriert haben zu YouTube, zu fang endlich an und hab keine Scheu davor, Fehler zu machen. Ersteres ist Michael Truppe von Let's Bastel. Bist ein geiler Typ, ich gucke deine Videos regelmäßig. Mach einfach so weiter. Lass dich nicht bequatschen und ich feiere dich. Unten in der Videobeschreibung Michael Truppe. Ankreuzen, gucken, klicken, angucken. Zweiteres ist Gio, der Magier mit dem Bagger. Ein richtig cooler Typ. Hat mich nichts angefangen. Hat heutzutage 7 Bagger. Geile Leute, eine geile Baufirma. Hat einfach weitergemacht, auch wenn es schwer ist. Freut mich. Ich kann seine Videos gucken. Gio, ich wünsche dir noch einen steilen Aufstieg. Mach weiter so. Ich feiere übrigens Kiesel Nord. Geile Firma. Mach einfach weiter und bleib wie du bist. Dann noch ganz persönlich. Ich möchte Michael Hermann danken, dem Inhaber vom Familiär Fitness Club, für deine Hilfe, mir in meiner Unwissenheit Facebook einzurichten. Du hast mir über viele Fragen weggeholfen, hast mir einfach geholfen beim organisatorischen Teil. Ich danke dir auf diesem Weg vom ganzen Herzen. Bitte, bitte, bitte. Geiler Fitnessclub, geht hin, lasst euch berieseln. Geiler Typ, stehe ich dahinter. Dann meiner Family, die die Zeit auch wegstecken muss, die ich jetzt hier stehe. Und ich manchmal einfach ein Angeber-Typ bin, weil das und das und das und das nicht funktioniert.
Man mag es mir verzeihen. Ich liebe euch. Liebe Grüße gehen auch raus an meinen Landmaschinenbetrieb Ernst Vogel und Sohnemann. Ihr macht meine Maschinen. Ich bin stolz drauf, dass ich bei Kunde sein darf. Ihr beratet mich in Richtung Maschinen richtig gut. Ihr versucht alles auf den Kopf zu stellen, um alles wieder gangbar zu machen. Ich komme gern zu euch. Ich stehe voll hinter euch und ihr steht Gott sei Dank auch hinter mir. Ihr lasst mich einfach auch aufbauen und Mensch sein. Ich kriege manchmal auch einen väterlichen Rat, den ich mir zu Herzen nehmen kann. Und ich fühle mich bei euch einfach gut aufgehoben. Ihr seid eine geile Firma. Bleibt so. Dann noch einen Gruß an die Firma Böhrer in Weilheim. Ich warte immer noch auf ein Angebot. Und hoffentlich kommen wir bei den Baumaschinen zueinander. Können vielleicht miteinander was austüfteln. Gerade Richtung YouTube-Kanal. Vielleicht ergibt sich was. Ich würde mich freuen, wenn. Lasst es mich wissen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Das war's von mir. Wie gesagt, die genannten gibt's unten in der Videobeschreibung. Mich gibt's beim nächsten Video per Ankündigung. Ihr würdet mir helfen, wenn ihr mich liked. Dann gibt es bald Neues und vielleicht noch mehr. Vielen Dank, euer Bagger Joe. No time for regrets. I've been flying from town to town.